Folge. Auf geht es. Sport frei, Leute. Kleines hübsches Ganzkörpertraining. Wir haben ein paar, ich nenne es mal, explosive Übungen, das heißt so ein paar mit Sprüngen drin. Ich würde euch Abwandlungen zeigen. Bitte beißt euch durch. Wenn ihr sagt, hey, ich bin noch nicht so weit, um hier zu springen, oder ich habe nicht sogar eine Vorbelastung, dann macht ihr bitte meine Reduzierung sozusagen, die sprungfreien Varianten oder gegangenen. So, Schultern kreisen. Wir werden etwas größer mit den Bewegungen. Und etwas kleiner. Wir nehmen das Knie höher. Hoch, hoch, hoch. Arme. Vier. Drei, zwei noch und wir gehen am Ort, Arme zur Seite, Handgelenke kreisen, in die andere Richtung. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, gerade vorwärts zu gehen, aber das wäre vielleicht nicht optimal. Wir gehen hoch mit den Armen, öffnet die Beine ein bisschen und streckt euch in die Länge. Langsam nach vorn wandern. Findet immer so ein bisschen euer Tempo. Ihr müsst mich aber nicht überholen. Also schneller wäre nicht empfehlenswert. Nach unten. Lasst die Arme hängen. Atmet ein, zweimal tief durch. Und wir richten uns Wirbel für Wirbel auf. Sehr schön. Beine sind geöffnet. Ihr schützt euch mir auf dem rechten Bein ab. Federt leicht nach. Keine Hektik aufkommen lassen. Zur Mitte kommen und zur anderen Seite. Zur Mitte kommen, Beine etwas schließen und Wirbel für Wirbel aufrichten. So. Ihr seht, ich stehe ein Stückchen über Schulterbreite. Das ist ein wunderbarer Stand schon in der Richtung für unsere erste Übung. Und zwar machen wir eine Kniebeuge. Ihr belastet mehr die Fersen. Und beim Hochkommen zieht ihr immer im Wechsel ein Bein zur Seite, okay? Also einmal rechts zur Seite, einmal links zur Seite. Bitte nicht gleichzeitig. Bauchknöpfchen ran, Schulterblätter hinten. Wir starten durch. Wir gehen tief, hoch, tief. Ihr seht, das Standbein ist bei mir immer leicht gebeugt. Das Knie wird nicht nach hinten durchgedrückt. Und hoch. Auch hier findet euer Tempo. Der ein oder andere hat manchmal mit der Balance zu kämpfen. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Zwei Stück noch. Und jetzt kommt eine explosive Übung. Achtung, ihr geht tief, jump. Wer nicht springen kann, drückt sich bitte nur nach oben. Nur nach oben und Hände kraftvoll nach hinten. Alle anderen landen bitte wieder schön in der Kniebeuge. Gleich tief, tief, tief. Genau. Und stopp. Ihr seid immer noch leicht in der Kniebeuge. Linke Hand zum Kopf, rechte nach unten und wir ziehen zur Seite. Tief, tief. Bauchknöpfchen zur Wirbelsäule. Spannung halten. Ihr seid fest in den Knien, in der Hüfte. Okay, jetzt bitte hier nie einen Salsa-Kurs machen. Über die Seitkippen, über die Schoko-Ecke. Nicht nach vorn fallen. Und wechseln. Zack. Spannung im Oberkörper. Schwingt nicht ganz so weit zurück. Kleine Bewegung. Hier schön aus dem
Gummitierteilchen. Oder was auch immer ihr mögt und was sich dort angesetzt hat. Ein Schnitzelbrötchen. Atmen, atmen. 4, 3, 2 und kurz locker. Wir starten gleich nochmal. Gleiches Spiel. Ihr sortiert die Beine bitte wieder. Knapp über Schulterbreit. Durchatmen, Gewicht auf die Ferse. Und wir legen los. Tief, Bein zur Seite. Tief. Gleichmäßig atmen. Schaut auch, dass ihr euer Becken ein bisschen stabilisiert ranzieht. Zwei Stück noch. Beine bleiben breit, nicht zu schmal werden. Und jetzt mit Jump. Jump. Und ihr wisst genau, wenn das Jump nicht geht, aus der Ferse nach oben drücken in eurem Tempo, okay? Zack. Zack. Traut euch was. Und stopp. Hand zum Kopf, andere nach unten. Wir ziehen über die Seite. Bleibt gleich in der Kniebeuge. Fühlt die Spannung in den Beinen. Bauchknöpfchen ranziehen. Jawohl. Und wir wechseln weiter über die Seite. Sehr gut. Danach gehen wir auf den Boden. Ihr seid in der Kniebeuge. Ich spüre meine Oberschenkel gut. Wenn ihr das nicht tut, seid ihr vielleicht hier oben. Haltet durch. Und stopp. Lockern. Wir gehen nach unten. Wir gehen in den Vierfüßlerstand. Tada! Rechtes Bein stoppen wir. Das streckt ihr bitte aus. Bauch ist fest, schön gegen das Hohlkreuz. Fußspitze zieht ihr zum Knie, nehmt das Bein nach oben. Wenn euer rechtes Bein oben ist, belastet ihr die rechte Hand mehr. Und jetzt macht ihr kleine Bewegungen hoch, tief. Hoch, tief. Keine große Bewegungsamplitude. Hoch, tief. Geführte Bewegung. Wunderbar. Bleib weit oben. Spür dir relativ schnell die Spannung. Oberschenkel, Rückseite, Po oder untere Rücken. Haltet oben. Obacht, das Bein geht seitlich vor. Rück. Vor. Gut, ihr bleibt oben mit dem Bein. Konzentration auf eine gute Ausführung. Wer hier wie verrückt hin und her schwingt mit dem Bein, macht das wirklich nur aus dem Gelenk und nicht aus der Muskulatur. Ganz verschiedene Muskulaturanteile trainieren wir gerade. Und absetzen. Katzenbuckel machen. Durchatmen. Und jetzt anderes Bein strecken. Fußspitze ran. Kleine Bewegung. Hoch und tief. Bei mir ist jetzt das linke Bein oben. Damit belaste ich meine linke Hand mehr. Kleine Bewegung geführt. Ihr krabbelt es euch hoch. Ihr haltet oben und das Bein geht wieder seitlich und rück. Seitlich und rück. Sehr schön. Seitlich und rück. Und
Zwei Stück noch. Einmal noch. Und absetzen. Katzenbuckel machen. So, als nächstes gehen wir in die Plank-Position. Schaut bitte ganz kurz zu mir. Die Variante für alle, die länger dabei sind. Jumping Jack, okay? Alle anderen laufen. Und wer sagt, oh, ich fange ganz frisch an, setzt die Knie ab. Öffnet und schließt. Okay? Auf geht's. Bauch ist fest. Und Action. Ich würde hüpfen. Wie ein Schmetterling hüpfen wir. Atmen, atmen. Halte durch. Wer sagt, oh, die Kraft lässt nach. Kann laufen. Wechsel da immer mal das Bein. Ja? Ansonsten hüpfen wir. 4, 3, 2 und stopp. Perfekt. Wunderbar. Tada. Ausschnitt richten. Wir drehen uns bitte auf den Rücken. Beine habt ihr angestellt. Beide Knie drehe ich jetzt gerade nach links. Hände nehme ich zum Kopf. Schultern liegen noch auf dem Boden bei mir. Und wir gehen jetzt klassisch hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Wenn ihr hochkommt, ausatmen. Beim Tiefgehen einatmen. Also in eurem Tempo bitte. Wir halten oben, strecken die Arme vor. Habt ihr das? Und jetzt hoch, 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 hoch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und absetzen. So, ihr dreht die Beine wieder zur Mitte. Kurz warten. Wirbelsäule richtet sich wieder ein. Andere Seite. Ich drehe jetzt nach rechts beide Knie. Nehme die Hände wieder zum Kopf, Ellbogen nach außen und gehe hoch und tief. Hoch und tief. Ohne Hektik arbeiten. Zieht euch bitte nicht ruckartig mit den Händen hoch. Ihr haltet oben, nehmt die Arme vor und federt hoch. Hoch, 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 hoch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und absetzen. Durchatmen. Mal ein kleiner Hinweis. Wir sind durch das hektische und vollgepackte Leben immer sehr, sehr schnell bei solchen Sachen. Erstens, wenn ihr Dehnübungen macht oder wenn ihr solche verdrehten Liegepositionen, wie jetzt hier gerade habt, eins nach dem anderen ausrichten, die Beine zur Mitte nehmen, kurz durchatmen, dass ihr merkt, euer Rücken kommt auch wieder in der Mitte an. Wenn ihr euch aus einer Dehnposition rausholt, wirklich ein Bein nach dem anderen, ein Arm nach dem anderen rannehmen. Ihr tut euch nichts Gutes, wenn ihr ruckartig schnell wieder ins nächste huscht. In diesem Sinne gehen wir wieder in den Vierfüßlerstand. Alle wecken, alle wieder aufstehen. Was? Rechtes Bein strecken bei mir jedenfalls und das Bein geht in kleinen Bewegungen hoch und tief. Ich habe mehr Belastung auf der rechten Hand. Atme fröhlich. Vielleicht guckt ihr mal und versucht wirklich die linke Hand jetzt wegzulassen, dann seid ihr automatisch im Becken gerade. Man hat oft so ein bisschen die Anwandlung, so komisch auszuweichen. Das möchte ich nicht. Ihr habt die Fußspitze zum Knie gezogen, schön Spannung halten, Bauchknöpfchen zur Wirbelsäule. Haltet oben und jetzt gehen wir seit, rück, seit, rück, seit,
ruck, seit, ruck. Gleichmäßig atmen. Letztes Mal und absetzen. Wir machen einen Katzenbuckel. Kommen wieder in die Vierfüßlerstandposition, in die richtige Stabilität im Rumpf. Linkes Bein wird bei mir gestreckt und wir machen kleine Bewegungen. Hoch und tief, Fußspitze zum Knie rangezogen. Jetzt belaste ich mehr die linke Hand. Erstens ist ein bisschen mehr Hausaufgabe für den gesamten Rücken. Und zweitens seid ihr automatisch im Becken gerade. Kleine Bewegung. Und wir halten oben, stabilisieren und ziehen nach außen und rücken. Außen und zurück. Halt durch, kommt. Endspurt für diese Übung. Zwei Stück noch, noch einer und absetzen. Wunderbar. Und wieder ein Katzenbuckel. Wir gehen in den Unterarmstütz, in die Plank-Position. Wer schon fortgeschrittener ist, springt mit mir. Die anderen gehen bitte, ja? Überhaupt nichts Verwerfliches daran. Fußspitzen aufstellen, Bauch fest, Kopf ist Verlängerung, Wirbelsäule. Und los geht's, Spann. Und Action. Haltet durch. Wenn ihr merkt, oh, die Kraft lässt nach, wandert ihr bitte. Wir springen wie ein Schmetterling. Beine habt ihr angestellt, okay? Ich drehe meine Beine zur linken Seite, Hände zum Kopf, Blick zur Decke. Gleichmäßige Atmung, gehen wir hoch und tief. Beim Hochgehen ausatmen, beim Tiefgehen einatmen. Die Hände liegen nur als Stütze für den Nacken. Ihr sollt euch nicht hochzerren mit den Händen. Haltet oben, Arme strecken, Federn, hoch, hoch, hoch. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hände zum Kopf, absetzen. Langsam die Beine zur Mitte drehen. Kurz wieder ausjustieren. Beine zur rechten Seite bei mir jetzt. Hände zum Kopf und wir gehen wieder hoch und tief. Beim Hochatmen, Quatsch. Beim Hochgehen ausatmen.
Halten oben, Arme strecken. Hoch, 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 hoch. Fünf, vier, drei, zwei und absetzen. Eins nach dem anderen, Leute. Kopf liegt auf der Matte. Ihr dreht langsam die Beine zur Mitte. Durchatmen. Wir strecken ein Bein aus, das andere aus. Spürt einfach mal nach. Macht mal eine Sekunde die Augen zu. Dann stellen wir die Beine wieder an. Greifen hinter die Knie. Kopf bleibt auf der Matte. Und ihr tut mal nicht zu doll, bitte. Leicht zur Seite hin und her. Und hin und her. Beine abstellen. Arme zur Seite strecken. Wir nehmen beide Knie, also ich jetzt zur rechten Seite, wäre nur so weit, wie er kommt. Und den Kopf nehmen wir zur linken Seite. Gleichmäßig atmen. Wichtig ist, dass die Schultern am Boden liegen bleiben. Wir drehen den Kopf zur Mitte, die Beine zur Mitte. Beide Knie bei mir jetzt zur linken Seite, Schultern bleiben am Boden und den Kopf nach rechts. So, mit dem Kopf. Dann die Beine. Wieder kurz durchatmen. Und dann gehen wir in die Bauchlage. Gerollt. Und von dort aus direkt in den Vierfüßlerstand. Und wir machen wieder einen Rundrücken. Ein leichtes Hohlkreuz. Wieder einen Rundrücken. Und wir ziehen den Po zurück auf die Fersen. Arme sind weit nach vorne gestreckt, der Kopf ist zwischen den Armen. Lasst euch mit jedem Ausatmen ein bisschen tiefer sinken. Versucht, eure Fußspitzen auch nach hinten abzulegen, dass der Fuß spannend aufgelegt ist. Wir setzen uns langsam auf, atmen durch, kreisen mal ein bisschen mit den Schultern nach hinten. Wunderbar, ihr habt es geschafft. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis dann. Bis ganz bald. Ciao, ciao.